Wir haben gestern eine ziemlich breit gefächerte Rallye gesehen, ziemlich impulsiv, hatte mehrere Gründe. Einer davon war sicherlich ein Short Squeeze, aber da ist möglicherweise eine Botschaft enthalten in dieser Rallye und das wollen wir uns in diesem Video mal anschauen. Gucken wir uns mal an, wie bisher die Aktienmärkte agiert haben. Man geht offenkundig davon aus, dass Joe Biden diese Wahl gewinnt. Das versuche ich mal an dieser Grafik hier zu illustrieren. Hier sieht man, dass normalerweise die Aktienmärkte sich schwer tun im Vorfeld einer US-Wahl, bei der der Amtsinhaber verliert. Da geht es im September nach unten, da geht es vor allem im Oktober nach unten, während wenn der Amtsinhaber gewinnt, und diese Grafik geht zurück auf US-Wahlkämpfe seit dem Jahr 1950, dann haben wir zwar auch ein bisschen, naja, wechselhaftes Wetter sozusagen im September, aber ab Oktober geht es dann nach oben, wenn der Amtsinhaber gewinnt, weil man sich sagt, okay, das ist Kontinuität, das ist gut, da wissen wir, was wir bekommen. Für die Wall Street ja ohnehin Trump sicherlich nicht schlecht, weil er eben die Steuern gesenkt hat und der Wall Street die Taschen voll machte. Wir sehen hier, dass wir in dieser unteren Grafik eigentlich doch relativ typisch den Verlauf haben, den Aktienmärkte nehmen, wenn der Amtsinhaber verliert. Wir haben einen sehr, sehr schwachen September. Es ging massiv nach unten. Übrigens geht es in beiden Fällen, wie die Grafik hier zeigt, Ende September nochmal nach oben. Nur ist, wenn der Amtsinhaber verliert, dann typisch, dass wir praktisch dann einen scharfen Abverkauf nochmal im Oktober sehen, während es eben sonst im Oktober nach oben geht, wenn der Amtsinhaber gewinnt. Mithin, wenn diese Grafik verlässlich ist, wenn da irgendwie historische Weisheit komprimiert eingeflossen ist, könnte man sagen, dann deutet das darauf hin, dass derzeit die Märkte davon ausgehen, dass Biden gewinnt. Wenn es allerdings jetzt möglicherweise aufgrund der heute Nacht stattfindenden Fernsehdebatte zwischen Trump und Biden so ist, dass die Aktienmärkte ihre Meinung ändern, dann könnte es sein, dass wir einen sehr positiven Oktober erleben, weil man sich sagt, naja, dieser Biden, der ist irgendwie vielleicht nicht wirklich geeignet als Präsident, senil, all diese Vorwürfe, die die Trump-Administration ja an den demokratischen Herausforderer macht, da muss ich zeigen, ist er wirklich in der Lage, das so durchzufechten mit Donald Trump, deswegen ist dieses Ereignis nach meiner Auffassung überhaupt nicht zu unterschätzen, weil es ein Gamechanger sein könnte, wenn Biden sich hier wirklich sehr, sehr schlecht präsentieren sollte. Auf der anderen Seite sind die Erwartungen an ihn sehr niedrig. Das heißt, wenn er da nicht so schlecht ist, weil er ja eigentlich nicht jetzt wirklich der Schlagfertigste ist, nicht wirklich so ist, dass er längere Sätze durchgängig formulieren kann, sondern oft eben auch in Stottern kommt, so ein bisschen von Thema zu Thema springt. Wenn das also alles gut ist, dann dürfte das eine positive Überraschung sein für die Demokraten und könnte eben dieses Narrativ, dass Trump die Wahl verliert, durchaus nochmal verstärken. Trump hat übrigens ja per Twitter nochmal gefordert, dass Biden sich einem Test, einem Drogentest unterziehen soll, damit sozusagen nicht hier medikamentös nachgeholfen werden könnte. Das alles natürlich ein Stück weit eine Kampagne gegen Joe Biden. Jedenfalls sehen wir hier, dass wir normalerweise jetzt spätestens ab Anfang Oktober dann eine völlig unterschiedliche Entwicklung haben an den Aktienmärkten. Und das macht auch Sinn, denn man weiß nicht, wenn der Amtsinhaber verliert, wie die Geschichte weitergeht, was dann wirklich kommt. Das ist Unsicherheit und die Aktienmärkte mögen eben nicht wirklich Unsicherheit. Schauen wir uns mal hier die neuesten Projektionen an, wie es aussieht mit der Wahrscheinlichkeit, wer gewinnt. Wir haben mit einer 24,1% die höchste Wahrscheinlichkeit, dass Biden Präsident wird, der Senat und das Abgeordnetenhaus in die Hände der Demokraten fällt. Das ist derzeit die wahrscheinlichste Option, wenngleich nicht mit großem Abstand. Die zweitwahrscheinlichste liegt darin, dass Biden Präsident wird, die Republikaner den Senat aber behalten und fast gleich auf, dass Trump Präsident bleibt und die Demokraten allerdings beide Kammern gewinnen. Das wäre eine Option. Fast ausgeschlossen sieht man, dass alles republikanisch ist, also Trump Präsident und die beiden Kammern dann praktisch auch an die Republikaner fallen. Also
Man sieht hier ganz klar, die Märkte favorisieren derzeit Trump und deswegen ist dieses Ereignis, wie gesagt, sehr wichtig heute mit der Fernsehdebatte. Jetzt hat Nancy Pelosi nochmal eine Offensive gestartet. Wir hatten gestern ja zwei formale Gründe, sagen wir mal, für diese Rallye. Der erste war eben Stimulus-Hoffnung, als Pelosi gesagt hat, ja, ich gehe immer noch davon aus, dass da was geht, dass da was kommen kann. Jetzt hat man sich getroffen, Pelosi und Mnuchin, man spricht also wieder miteinander. Das hat die Märkte gestern geradezu elektrisiert. Jetzt haben die Demokraten in Gestalt von Pelosi einen neuen Vorschlag. Man hat sozusagen das Stimulusprogramm ein bisschen billiger gemacht, die Summe ein bisschen nach unten gebracht auf jetzt 2,2 Billionen Dollar. Naja, normalerweise dürfte das den Republikanern nicht ausreichen, zu viel Geld sein, das man hier wieder in die Hand nehmen will. Das zumindest war bisher der Knackpunkt, aber jetzt eine neue Offensive. Vermutlich wird es nicht allzu weit führen, muss man sagen. Derzeit, wenn wir uns mal die Wettplattform Predicted anschauen, legte Biden doch klar vorne. Es gab mal eine Einengung dieses Abstandes, das hat sich jetzt aber wieder verkehrt, jetzt der Biden deutlicher vorne zuletzt gegenüber Donald Trump. Also das spiegelt auch das wider, was eben die Märkte erwarten. Biden ist derzeit klarer Favorit, aber man geht davon aus, dass da einige Unsicherheit im Spiel sein wird. Hier sehen wir den Spread, also die Differenz zwischen dem November-VIX und dem Oktober-VIX, also praktisch den Futures, die Oktober-November abbilden, der Volatilitätserwartung. Man geht eben davon aus, dass im November die Sachen wahnsinnig volatil werden, weil die Wahl ansteht und möglicherweise eben kein Ergebnis feststeht, respektive das Wahlergebnis angefochten wird, dann politische Turbulenzen kommen. Das sind eben die Dinge, die die Märkte dann überhaupt nicht schätzen würden. Wir haben gestern ein anderes Thema, weg von die Wahl, kommen wir zu den Märkten. Da sehen wir eine Entwicklung, die sehr, sehr interessant ist. Wir sehen nämlich, dass die Aktienmärkte sehr stark korrespondieren mit den sogenannten realen Renditen. Werden die negativer, fallen die also. Also die Renditen, zum Beispiel auf eine 10-jährige Staatsanleihe, minus Inflation. Das nennt man die reale Rendite. Fallen die also stärker, dann ist das positiv oder fallen sie weiter deutlicher unter Null, dann ist das Positive für die Aktienmärkte. Wir sehen hier eine sehr, sehr starke Korrelation jetzt inzwischen. Und wir sehen, dass gestern eben die reale Rendite gefallen ist. Hier ist sozusagen diese reale Rendite invertiert. Und man sieht da in diesem Chart auch den Goldpreis. Deswegen Gold gestern gestiegen, deswegen Silber gestiegen, deswegen die Aktienmärkte gestiegen. Also man spielt nach wie vor, ich hatte das gestern schon mal gesagt, diese Inflationserwartung, die hier letztendlich in der Zukunft gesehen wird, je mehr Inflationserwartung, umso besser für die Märkte, denn dann sagt man sich, wenn die Inflation kommt, dann werden natürlich Sachwerte wie Aktien wertvoller, das ist der Hintergedanke und wir sehen, dass wir gestern wirklich eine breit gefächerte Rallye gesehen haben, nämlich mit einer Advanced Decline Reading, mit einer Nummer von 437, das heißt von 500 S&P 500 Aktien sind 437 gestiegen, also wirklich eine breit gefächerte Rallye, das ist der größte oder der beste Wert seit dem 17. April, also schon ein paar Tage her und es sind vor allem Finanzwerte gewesen, es sind Industriewerte gewesen, es sind Materials gewesen, also diejenigen, die sonst normalerweise aufgrund der Corona-Pandemie ja besonders leiden. In den USA die Zahlen jetzt durchaus wieder ein bisschen nach unten gehen. Gestern, glaube ich, habe ich jetzt gesehen, 35.000, das ist für die USA nicht so viel in Sachen Coronavirus. Interessant ist, wenn wir jetzt mal diese Advanced Decline Linie anschauen oder die Zahl, dass wir also fast alle Aktien haben steigen sehen. Zuvor war es ja so, dass die Rallye eigentlich getragen war von diesen wenigen Schwergewichten, während teilweise wir fast plus 1% etwa im S&P hatten, aber dennoch mehr Aktien gefallen waren als gestiegen waren. Einfach weil diese steigenden Aktien eben so stark gewichtet waren im Index. Eine Apple, eine Microsoft, eine Amazon, wie auch immer. Jedenfalls sehen wir, dass wir, wenn wir aus einer Rezession langsam herauskommen oder in Rezessionen, vor allem der marktgewichtete S&P 500, der sich deutlich besser hält als der Equal Weight. Das heißt, wir sehen, dass wenige Aktien dann tendenziell besser performen als die Mehrheit der Aktien. Das könnte ein typisches Muster sein, das auch möglicherweise darauf hindeutet, dass die Rezession eben jetzt bald vorbei ist.
Das dürfte ja im dritten Quartal schon sein, dass man wachsen wird, auch wieder in den USA. Aber natürlich, gestern war es ein Short Squeeze, das ist erkennbar, und möglicherweise ist eben dieses Potenzial noch da für diesen Short Squeeze, weil eben die Short-Positionierung vor allem von Hedgefonds, von CTAs, von Vermögensverwaltern eben sehr, sehr stark war. Die mussten sich nach unten absichern. Die haben gesagt, okay, jetzt dreht die Geschichte nach unten weiter, also müssen wir da mitschwimmen. Die werden jetzt zumindest temporär auf dem falschen Fuß erwischt. Insgesamt sehen wir, dass die amerikanischen Firmen sehr viel Cash jetzt gehortet haben. Cash is King. Das ist in Rezessionen oft so. Jedenfalls gehen die Optimisten davon aus, ja, guckt ihr mal, wenn die Firmen so viel Cash jetzt in ihrer Bilanz haben, dann können sie wieder mehr Aktien zurückkaufen. Buybacks, die ja in diesem Jahr durchaus eher schwach ausgefallen sind. Sie können vielleicht wieder die Dividende erhöhen. Das ist ja auch ein Thema, das sozusagen trotz Rallye eigentlich nicht wirklich stimmte. Wir haben eine massive Rallye gesehen, aber die Buybacks waren schwach. Die Dividenden sind tendenziell eher gesenkt denn angehoben worden. Also hier vielleicht das zukünftige Potenzial für das Aufleben alter Muster, nämlich Buybacks und Dividenden. Kommen wir zu something completely different, kommen wir zu dem Brexit. Hier gibt es zuerst Entspannungssignale offenkundig zwischen der EU und The Bridge, dem britischen. Hier sehen wir, dass auch dann das britische Pfund zulegen kann aufgrund dieses neuen Optimismus. Warum auch immer man sich jetzt plötzlich annähert, vielleicht weil die Deadline einfach jetzt wirklich immer näher rückt und man Ergebnisse braucht. Und hier ein interessanter Tweet von Hu Xixin, der Chefredakteur der Global Times, der sagt, ja, soweit ich weiß, wollen die Amerikaner hier einige Inseln attackieren im südchinesischen Meer, nämlich diese künstlich aufgeschütteten Inseln, die die Chinesen ja für sich beanspruchen. Wenn das passiert, dann würde die chinesische Armee massive zurückschlagen, etc., etc. Also da schwabert was im Hintergrund mit Taiwan, mit diesen Inseln etc. etc. Das ist alles nicht ausgestanden. Man sieht, da ist jetzt eine weitere Verschärfung der Tonlage der Fall. Vielleicht wird das noch wichtig, auch im Umfeld der US-Wahl. Insgesamt ist es eben so, dass jetzt wirklich diese Fernsehdebatte sehr wichtig sein wird, nach meiner Auffassung. Und dass die Botschaft der Märkte uns vor allem wirklich aufschlussreich erscheinen dürfte. Wenn wir den Oktober betrachten, wenn es nach oben geht, dann dürfte die Wall Street sozusagen den Schalter umgelegt haben und sagen, okay, es wird doch Donald Trump sein, der die Wahl gewinnt. Deswegen zentral heute diese Fernsehdebatte. Jetzt wünsche ich erst einmal einen wunderschönen Start in den Tag und sage Servus und Ciao.